Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Mittwoch mache ich ein reines Unboxing von verschiedenen Produkten, die einfach auf meinen Schreibtisch passen. Und wen das Ganze interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach meinem kurzen Intro. Es ist Mittwoch und wir haben wieder Auspacken-Zeit. Ja, was haben wir heute? Eine professionelle Ringleuchte, und zwar die man sich an den Schreibtisch klemmen kann per USB. Hier steht warmes Licht, ja, für Selfie-Aufnahmen. Da steht jetzt komischerweise am Anfang hier noch nichts über die Kelvin. Vielleicht erfahren wir mehr in der Bedienungsanleitung. Das ganze Set kostet momentan, glaube ich, noch nicht mal 20 Euro, also 19,90. Ist aber 3 Euro günstiger. Ich glaube, die ganze Zeit ist es so für 23 Euro bei Amazon erhältlich. Was haben wir hier? Ein Smartphone LED Selfie Light. Das stand jetzt nicht dabei. Das dürfte eine Zugabe sein. Machen wir das am besten erstmal aus. Ja, das haben sie auch recht gut da reingedrückt. Nicht gewusst wie. Ordentlich viel Plastik. Das ist man gewohnt. Hier haben wir so einen kleinen, was ist das? Micro-USB auf USB. Hier haben wir einfach so eine Klemmvorrichtung. Und dann kann man das Licht einschalten hier oben. Schauen wir mal, wie viele Stufen. 1, 2, 3, 3 Stufen. Schöne Sache. Ist von der Klemmvorrichtung hier, man sieht's. Also da passt, denke ich mal, jedes gängige Telefon, egal ob man jetzt ein iPhone, Huawei oder Samsung hat oder auch ein Tablet, das passt hier oben drauf. Wo haben wir? Ah, ja, hier in der Mitte haben wir die Ladevorrichtung. Da können wir also dieses Licht einfach aufladen, indem wir hier falsch rum diesen Stecker reinmachen, zack. Natürlich ist es ein bisschen doof gelöst, während hier das lädt, kann man es nicht ordentlich dran klemmen. Kein Telefon passt hier hinten dran, aber wie will man das machen aus der Größe? Aber schöne Sache, als extra, ja, als Zugabe ist das ein feines Teil. So, jetzt ziehen wir mal hier dieses komplette Paketchen raus. Was haben wir hier noch? Eine Tüte mit einer Steuerung. Karton kommt weg und wir haben die Benutzeranleitung. Produktdetails, Control of the Light, Brightness Setting, 10 Levels. Also wir haben hier 10 verschiedene Stufen des Lichtes. Jetzt gehen wir mal auf die Spezifikation drauf ein bei diesem Licht. Wir haben 12 Watt, 680 mm mal 110 mm. Es passen Telefone zwischen 60 mm und 87 mm in diese, ja, hier in diese Klemmvorrichtung. Also wenn ich die ganz auseinanderziehe, das hat einen recht starken Federmechanismus hier hinten dran. Hier haben wir einfach diesen normalen, diese normale Aufnahme, wie man sie auch von einem Navi zum Beispiel kennt, mit diesem Kugelkopf. Da werden wir dann mal schauen, wie mein Telefon reinpasst. Dann gucke ich mal, was schreiben sie hier noch drauf? Metall, ABS. Aha, Lichtmodus, kalt, warm und gemischt. Und hier diese 10 einzelnen Level. Die Stromversorgung ist über USB 5 Volt, also Standard. Hier haben wir jetzt die kleine Fernbedienung. Da ist auch nochmal drauf beschrieben, wie das funktioniert. Also da ist nochmal eine kleine Bedienungsanleitung in der Bedienungsanleitung mit drin. Button A, LED, Button B. Aber ich gehe davon aus, das ist Plug and Play. Also wir haben hier Kamera 360 für iOS und hier für Android. Naja, dann wird es vielleicht sein, dass man hier Bluetooth hat. Das wäre natürlich eine feine Sache, ne? Was steht hier drauf? Ja, klar. Bluetooth Remote Shutter, das heißt, wir können das Ganze sehr wahrscheinlich über eine App, gucken wir mal, Keyword Search in Google Play, ja, Kamera 360 Lite. Und da kann man das mit einem Android im Play Store oder mit einem iPhone über iOS dann auch fremdsteuern, wenn hier das Telefon drin ist. Ist eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob man auch eine Aufnahme starten kann, aber wir schauen weiter. Das Ganze ist hier so ein kleiner Knubbel. Jetzt gucken wir mal. Das hier ist die erste Leuchte. Also diese Flexarme machen schon mal einen recht stabilen Eindruck, muss ich sagen. Ich kenne das ja aus diesem Flex-Tripod, den man ja öfters mal braucht, wenn man seine Kamera
ja, irgendwo festklemmen möchte. Jetzt gucken wir mal, wie hier die Lichter kann man nicht abdrehen. Jetzt brauche ich ein Messer. Ja, ich habe das komplette, wie nennt man es, Heard to go, hier jetzt mal, oder Heard to go, keine Ahnung, an meinen Schreibtisch geklemmt. Das ist ja der Vorteil, wenn ich hier einfach filme. Ich habe das jetzt mal ein bisschen vergrößert und wir sehen jetzt hier schon diese Flexarme mit diesen Lichtern. Ja, hier auf der Rückseite ist so eine Milchglasscheibe und ich muss sagen, diese Flexarme hier, die machen einen richtig stabilen Eindruck und die kann man sich jetzt einfach so hinbiegen, wie man möchte. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier in die Richtung das Licht bräuchte oder nach unten. Und da habe ich ja eben gesagt, dass man hier diesen Kugelkopf hat. Das heißt, man dreht das einfach so lange auf, klickt das hier rein und dann hat man hier eine Feststellung und kann sich sein Smartphone dann effektiv, ja, zum Beispiel so festmachen, lässt diese Lichter in die Richtung scheinen, spannt sich das hier rein und verbindet das dann noch hier mit der App am Telefon. Ja, warum das Licht hier noch zusätzlich dabei ist, das ist, denke ich mal, einfach für so eine Sache unterwegs, wenn man hier diesen Schwanenhals-Schreibtisch-Adapter nicht hat. Ich würde sagen, wir stecken mal hier, ist der USB, der passt von der Länge her richtig gut hier an meinen Rechner. Achtung, na, wenn man es sehen würde. So, jetzt ist er drin. Und das Tolle ist, der ist jetzt gerade auf Standby. Das Netzteil ist noch an. Ich schaue mal, was ich hier habe. Ich habe einmal hier zum Einschalten. Wow, ich mache die mal nach unten auf den Schreibtisch, damit es nicht ganz so schlimm ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Ah ja, hier wechselt man einfach den Modus. Ja, ihr seht, da kann man hier mischen zwischen warm-weiß und kaltem Licht. Was man halt jetzt nicht hat, ist irgendwelche Angaben. Ja, das ist jetzt ein ganz warmes. Das ist jetzt hier mehr so Operationslicht, also so gegen 5000 Kelvin, denke ich mal, geht das hier. Und dann hat man hier die Möglichkeiten, einfach sich sein Licht auszusuchen, was jetzt einfach für die Aufnahme dann wichtig ist. Wir können auch hier durch Plus und Minus, jetzt gucken wir mal, das ist der niedrigste Rasterpunkt. Und so gehen wir immer hoch. Wie viele Schritte haben wir? Also machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Also 9 mal Helligkeit und 10 verschiedene Level. Ich würde sagen, wir hängen kurz das Smartphone rein. Wir flexibeln mal nach unten. Ich habe jetzt ein total versifftes Huawei 8X, aber was will man machen? Jetzt spannen wir das einfach mal. Mir geht es einfach nur darum, wie einfach kommt das jetzt hier rein. Und das ist, wie gesagt, einfach eingeklemmt. Man muss darauf achten, dass man hier diesen Ausschalt-Button nicht drückt. Dann nimmt man das hier mit rein. Und dann kann man sich das Ganze hier so hindrehen. Das passt richtig gut. Die einfach zu sich gedreht. Ja, was soll ich noch mehr sagen? Es ist eine schöne Sache. Wenn man Licht am Schreibtisch braucht, hat man auch Möglichkeit, das als Schreibtischlampe zu nutzen, ja, für die Tastatur. Da hat man zwei Leuchten, die eine geht auf die Tastatur und die andere, was weiß ich, auf ein Blatt Papier, wo man schreibt. Das hier ist nochmal ein schönes Gimmick, das kann man sich hier oben draufsetzen aufs Telefon und dann hat man auch nochmal ein Licht. Da sieht man hier nochmal, das ist richtig toll. Ja, da kann ich also für den Preis wirklich bis jetzt nichts Schlechtes sehen. Das Einzige, was mir auffällt, ist hier unten einfach an dem Fuß, ja, dass hier dieses Kunststoff, sage ich, diese Folie sich so ein bisschen festgesetzt hat. Aber ansonsten stabiler Klemmer hier. Das Kabel ist lang genug. Ja, das war's zu der Vorstellung von diesem, wie heißt es denn? Professional Livestream. Ja, die Marke. Heard. Ich habe gedacht, das heißt Heard, aber das heißt Heard to go. Naja, gut, das war's. Das Licht, wen es interessiert, Produktlink wie immer in der Beschreibung unten. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, zwei natürlich mehr oder auch Daumen runter, stehe ich auch drauf. Und neue Abonnenten, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier mittwochs oder an einem anderen Tag bei Kais Kanal.